heute habe ich nochmal eine Reihenvorstellung für euch. Und zwar soll es um die Mystic City Reihe von Theo Lawrence gehen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wir machen das Ganze einfach mal so, dass ich euch kurz den Inhalt vom ersten Teil erkläre. Denn ich kann zum zweiten und dritten nicht wirklich was vom Inhalt her sagen. Denn die Bücher hängen von der Story her komplett aneinander. Das heißt, wir haben einen Haupthandlungsstrang, der sich durch alle drei Teile zieht. Und dadurch würde ich euch spoilern, wenn ich euch den Inhalt vom dritten und zweiten Teil erzähle. Deswegen erzähle ich euch nur den Inhalt vom ersten Teil, sage euch dann aber meine Meinung zum zweiten und dritten Teil und zur kompletten Reihe. Und ja, ich würde sagen, wir starten erstmal mit Mystic City, das gefangene Herz. Das ist der erste Teil dieser Reihe und ich habe dieses Buch ja letzten Monat gelesen und Niki hatte es mir ja aufgetragen für 2016, dass ich dieses Buch unbedingt lesen soll, denn es hat ihr richtig gut gefallen. Und ich kann ihr in diesem Punkt wirklich nur zustimmen. Ich mochte den ersten Teil total. Ich fand, es war einfach mal eine abwechslungsreiche Geschichte. Es war mal eine etwas andere Geschichte. Die Geschichte hat Spaß gemacht beim Lesen. Und ja, ich habe absolut an diesem Buch nichts auszusetzen. Und ja, ich erzähle euch jetzt erstmal hier, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Aria. Und Aria erwacht eines Tages in ihrem Zimmer und weiß gar nichts mehr. Sie hat ihr Gedächtnis verloren und kann sich an nichts mehr erinnern. Und als ihre Eltern ihr sagen, dass sie mit Thomas Foster verlobt ist, der quasi zur verfeindeten Familie gehört, versteht sie gar nichts mehr. Denn wie gesagt, die Roses, zu denen Aria gehört, und die Fosters sind seit Jahren verfeindet und kämpfen um die Macht in der Stadt. Und ja, deswegen kann sie sich nicht so richtig vorstellen, was mit ihr und Thomas da passiert sein soll und schon gar nicht kann sie sich vorstellen, dass sie mit Thomas verlobt sein soll. Und ja, was auch sehr, sehr merkwürdig ist, dass ihr Vater und der Vater von Thomas sich halt verstehen und das Kriegsbeil begraben haben. Und sie versteht das alles nicht wirklich, nimmt das alles aber so hin und ja, glaubt ihren Eltern, denn warum sollten sie sie belügen? Und so beginnt Mystic City und es stellt sich natürlich sehr, sehr schnell heraus, dass nichts ist, wie es scheint. Und als Aria in der Tiefe auf Hunter trifft, weiß sie gar nichts mehr. Denn irgendwie kommt er ihr bekannt vor und er lässt ihr Herz ziemlich, ziemlich höher schlagen. Und ja, das ist so das Grobe, worum es in Mystic City geht. Was ich euch zu diesem Buch noch sagen kann, ist, dass es eine Mischung aus Dystopie und Urban Fantasy ist. Also es ist so, dass dieses Buch in der Zukunft spielt. Die Polarkappen sind geschmolzen und New York ist komplett überflutet. Und es ist so, dass die Reichen, zu denen Arias Familie gehört, oben in der Stadt wohnen, in den Hochhäusern, die dort Horste genannt werden, und dort ein Leben in Luxus führen. Und alle armen Leute leben in der Tiefe und versuchen irgendwie mit dem Wasser zu leben und haben sie so Stege gebaut und werden dann halt mit Gondeln so durch die Straßen geschippert und ja, versuchen dort halt irgendwie zu überleben. Dann gibt es natürlich noch ein magisches Element in diesem Buch, sonst wäre es kein Urban Fantasy. Und zwar gibt es Mystiker, also es gibt normale Menschen und gibt es diese Mystiker. Und die Mystiker haben halt Magie und können diese auch wirken und können damit verschiedene Sachen machen. Und es gibt verschiedene Mystiker mit verschiedenen Fähigkeiten. Und ja, Hunter, auf den Aria dann trifft, ist einer von diesen Mystikern. Und was die beiden halt alles erleben, das ist es, worum es halt in Mystic City schlussendlich geht. Ich kann so diesen Buch nur sagen, von der Handlung her habe ich erst noch was komplett anderes erwartet, wie das, was es war. Aber es war gut. Denn wir wissen quasi von Anfang an, was mit Aria los ist. Wir wissen, was mit ihr nicht stimmt und wir wissen, dass da was nicht stimmt. Und man liest dann halt quasi in diesem Buch, wie Aria herausfindet, was los ist und die ganzen Hintergründe aufdeckt. Und dann kommt von Kapitel zu Kapitel immer mehr ans Tageslicht. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut gemacht, dass hat der Autor Theo Lawrence hier richtig gut verpackt alles und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht beim Lesen, das alles herauszufinden und auch die ganzen Intrigen beim Lesen aufzudecken. Das war wirklich richtig cool gemacht. Ich mochte auch die Charaktere im ersten Teil. Ich mochte Aria total. Ich fand Hunter ganz, ganz toll. Ich fand die bösen, fiesen Charaktere richtig gut in diesem Buch. Ich, wie gesagt, fand, das war alles richtig gut gemacht und das Setting war auch der Oberhammer, also ein untergegangenes New York und wie das alles beschrieben wurde, ich konnte mir das richtig gut vorstellen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, in diese Welt einzutauchen. Und vom Schreibstil her muss ich sagen, dass es auch ein richtig guter Jugendbuchschreibstil war mit so ein bisschen einem romantischen Touch und auch ein bisschen Action und es war eine gute Mischung bei dem Schreibstil auch und es war auf jeden Fall beim Lesen nie langweilig und ich kann nur sagen, dass der erste Teil mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte ihn sehr und habe mich dann umso mehr auf den zweiten Teil gefreut und war gespannt, wie die Geschichte mit Aria und Hunter dann weiterging und habe dann den zweiten Teil relativ zügig im Anschluss gelesen und ich habe den zweiten und dritten Teil auch mit Niki zusammen gelesen, denn sie hatte bisher auch nur den ersten gelesen. Und ja,
Der zweite Teil ist dieser hier, Mystic City, Tage des Verrats. Und wie gesagt, dieser Teil knüpft direkt an die Ereignisse vom ersten Teil an. Wir befinden uns hier zu Beginn in einer komplett anderen Situation wie im ersten Teil. Die ganze Welt von Arya steht quasi auf dem Kopf. Sie muss sich erstmal neu finden, sie muss sich erstmal neu sortieren und alles ist für sie fremd und nichts stimmt mehr quasi. Und das ist so quasi die Ausgangssituation vom zweiten Teil. Und ich muss sagen, dass die Richtung, in die sich das im zweiten Teil entwickelt hat, das fand ich nicht gut. Ich habe generell das Problem bei der Reihe, dass die Entwicklungen, die in diesem Buch gemacht worden sind, einfach zu schnell vonstatten gingen. Also hier sind Beziehungen innerhalb von Wochen durchgewechselt worden und mit Beziehung meine ich, wer steht wie zu wem und wie ist wer mit wem umgegangen und wer betrügt wen. Das ist ja quasi so schnell gewechselt worden, dass es am Ende irgendwie alles unglaubwürdig wirkte. Und das begann halt im zweiten Teil dann schon. Und im zweiten Teil, je weiter ich dieses Buch gelesen habe, umso unsympathischer wurde mir Arya leider. Sie hat hier, glaube ich, ein bisschen Größenwahn gekriegt am Ende vom zweiten Teil. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, was ist mit dir passiert, Mädchen? Warum gehst du denn bitte jetzt so ab? Nee. Und wie gesagt, auch die Wendung, die dann hier zum Ende hin im zweiten Teil, die das Ganze dann so genommen hat, das war auch nicht mehr so meins. Und ich dachte mir nur so, oh, Theo Lawrence, was hast du getan? Warum tust du das? Ja, es war dann halt irgendwie einfach nicht mehr meine Geschichte. Und ich wollte dann natürlich aber trotzdem wissen, wie das Ganze ausgeht. Und habe dann halt den dritten Teil gleich hintereinander weg jetzt mitgelesen. Und das ist dieser hier, Mystic City, Schatten. Und das ist dieser hier, Mystic City, Schatten der Macht. Und ich war nach den Entwicklungen, die das Ganze im zweiten Teil genommen hat, gespannt auf den dritten. Ich muss sagen, dass ich eigentlich bis zum Ende hin mit den Entwicklungen im dritten Teil zufrieden war. Ich mochte Arya auch wieder mehr. Sie hat sich hier im dritten Teil wieder gefangen. Sie ging mir zwar immer noch auf die Nerven mit ihrem Verhalten, aber es war nicht mehr ganz so schlimm. So, ich muss mal wieder das Gesicht zuhalten. Meine Kamera stellt mich sonst wieder nicht mehr scharf. Im dritten Teil war es halt so, dass ich Arya hier nicht mehr ganz so nervig fand. Ich fand sie hier wieder sympathischer auf jeden Fall wie im zweiten Teil. Sie ist hier wieder ein bisschen runtergekommen, aber sie ging einem trotzdem mit ihrem Verhalten immer wieder auf die Nerven. Und man konnte es einfach nicht nachvollziehen teilweise. Und wie gesagt, die Entwicklungen, die hier in diesem Buch passieren, die passieren einfach so schnell. Das geht zack, 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 zack. Und das ist für mich als Leser einfach unglaubwürdig. Denn auch die Entwicklung der Liebesgeschichte nimmt hier nochmal eine komplett andere Wendung an. Und ich finde das okay, wie das gemacht worden ist. Und ich finde das okay, dass diese Wendung passiert. Aber die ganze Art und Weise, wie das passiert, damit bin ich halt nicht einverstanden gewesen. Und das, wie gesagt, ging mir einfach alles zu schnell. Also ich hätte mir dann lieber hier 100 Seiten mehr gewünscht und hätte mir ein bisschen mehr auch von der Geschichte her gewünscht. Also man hätte das Ganze noch ein bisschen ziehen können. Also es ging wirklich alles Schlag auf Schlag und sehr, sehr schnell. Und es wurden auch die Handlungsstränge wurden sehr, sehr schnell abgehandelt. Und dann waren die Feinde böse und dann wurde ein klärendes Gespräch geführt. Und dann waren die auf einmal alle wieder gut und alles war eitel Sonnenschein zum Ende hin. Und das habe ich nicht verstanden und das konnte ich einfach nicht nachvollziehen. Und Milo, gehst du bitte da weg? Nein, pfui, pfui. Lass bitte meinen Igel in Ruhe. Nicht an die Igel gehen. Und und das fand ich ein bisschen schade, denn das hat, wie gesagt, die Geschichte so ein bisschen zerstört. Und ich muss auch sagen, dass ich mit dem Ende absolut unzufrieden bin. Ich bin absolut unzufrieden. Milo, was machst du da hinten? Boah, es tut mir voll leid. Ich bin absolut unzufrieden mit dem Ende. Ich kann das nicht nachvollziehen. Es sind einfach so viele hirnrissige Sachen am Ende passiert, die absolut unglaubwürdig sind, die absolut unlogisch sind. Und ich habe mir am Ende nur gedacht, was soll das? Wollte der Autor jetzt einfach nur noch fertig werden und hat sich gedacht so, okay, scheißegal wie das Ende wird, Hauptsache ich kriege das Buch jetzt fertig. So kam es mir vor. Es war ein Ende, mit dem ich nicht zufrieden bin und mit, wo ich sage, damit möchte ich eigentlich nicht leben, aber es ist halt nur so, es ist das Ende. Und ja, das Ende hat für mich diese Reihe wirklich so ein bisschen zerstört. Und Mystic City ist leider wieder ein trauriges Beispiel dafür, dass eine Reihe mit einem grandiosen Buch startet und leider immer schlechter wird und es einfach nur bergab geht. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn wie gesagt, der erste Teil war so gut. Jetzt ist mir kurz vom Ende noch der Akku abgeschmiert und ich habe mir einen Fingernagel abgebrochen beim Akkuwechseln. Seht ihr das? Da. Au. Ja. Ach, voll die Verletzung hier davon getragen, die muss ich noch mal abschneiden. Wo war ich denn jetzt gerade? Ich wollte, glaube ich, gerade sagen, dass ich das sehr, sehr schade finde, dass Mystic City wieder eine von den Reihen ist, die echt gut beginnt und dann zum Ende hin einfach nur noch bergab geht. Und es ist oftmals so, dass man das hat. Ich weiß nicht, warum das so ist.
Weil du schmeißt hier alles um. Lass mal bitte kurz auf, mit deinem Vieh rumzuquietschen. Bin noch nicht fertig. Und ich weiß echt nicht, warum das bei diesen Büchern immer so ist. Ich weiß nicht, warum der erste Teil immer so gut ist und dann wird es immer schlechter. Ich kann es nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Wie gesagt, das Ende vom dritten Teil, das war überhaupt nicht mehr meins. Und ich fand es sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, das hat für mich die Reihe so ein bisschen zerstört. Ansonsten, der Schreibstil und die ganze Art und Weise, wie die Bücher geschrieben wurden, mochte ich durch das komplette Buch weg. Ich fand, es war gut geschrieben, es war flüssig geschrieben. Ich bin wahnsinnig schnell durch die Bücher gekommen. Und ich habe die Bücher wahnsinnig schnell weggelesen. Also das ist eine Reihe, die man wirklich hintereinander weglesen kann, alle drei Teile. Und das finde ich einfach so schade. Wie gesagt, der Schreibstil war gut. Das Setting war einfach fantastisch. Ein untergegangenes New York. Das war einfach so ein cooles Setting. Und wie gesagt, die Charaktere waren am Anfang auch so gut. Man hätte so viel aus den Charakteren machen können. Und man hätte so viel aus den Charakteren rausholen können. Und dann macht der Autor sowas. Und ich frage mich, warum? Denn wie gesagt, Charaktere, die am Anfang absolute Sympathieträger waren, wurden hier dann einfach quasi... Naja, die entwickelten sich in eine Richtung, die man nicht so gut findet. Und dann, wie gesagt, Arya hat sich ja jetzt auch von einer Person, die man nachvollziehen kann und wo man das Ganze verstehen kann, dass sie sich so verhält. Und ja, sie hat sich einfach zu einer Person entwickelt mit ein bisschen Größenwahn. Und gerade am Ende vom zweiten Teil dachte ich mir, Mädchen, merkst du noch irgendwas? Wie gesagt, im dritten Teil wurde das Ganze ein bisschen besser, aber nicht wirklich viel. Also dieses Mädchen litt einfach im zweiten und dritten Teil absolut unter Größenwahn. Und das fand ich schade, dass mit Charakteren sowas gemacht wird, und das macht die Charaktere für mich dann auch absolut unglaubwürdig. Und ja, ich fand es einfach sehr, sehr schade. Und ja, also wie gesagt, die Handlung wurde immer schlechter, es ging stetig bergab, die Charaktere gingen stetig bergab. Das Setting war durchweg gut, auch die Beschreibungen waren durchweg gut, der Schreibstil war durchweg auch in Ordnung. Wie gesagt, es ist ein flüssiger Schreibstil, aber diese Reihe... Naja, was will man dazu sagen? Geht halt stetig bergab. Das war meine Reihenvorstellung zu Mystic City. Sie war jetzt nicht sehr konstruktiv. Aber wie immer gilt, wenn ihr die Bücher schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn diese Reihe mit einem grandiosen Finale geendet hätte. Aber nein, das Ende war absolut, naja, beschissen. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Und ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.